Es sind 9 Angreifer. Warte, wir haben kein Ding. Wie neun Angreifer? Ach, auf der Map. 9 Angreifer auf der Provinz. Ach du Scheiße, das geht ja dann wieder ewig, wenn wir gewinnen. Na, vielleicht kriegen wir ja auch beim nächsten Mal eine Wildcard. Haben wir schon mal gekriegt. Nee, da ist der Gegner nicht angetreten. Ja, stimmt. Genau. Vielleicht passiert das jetzt ja auch. Glaube ich Hintereinander. weniger. 9, das heißt 4, 2, ja, es sind 3 Runden für die Karte oder 4, ne? 3, 4, 4 mit Endgegner. Hier mit Endgegner. Scheinbar eine sehr beliebte Landungsmap. Es ist nur eine Landungsprovinz von vielen. Also mit jeder Karte hast du eine Landungsprovinz. Sprich Küste eine Landungsprovinz, Himmelsdorf. Jetzt Funkstille. Hey, ich hab Standbild jetzt. Gut. Positionen der jeweiligen Panzer sind klar. F5 ist negativ. F5 ist verstanden und F6 ist negativ. Stellt euch ganz nah hier an die Wand, damit sie euch nicht vom Hill aufmachen können. Lasst den Med gleich durch, den brauchen wir ziemlich schnell an der Position. Nein, Martin. Doch, das haben wir eben die ganze Zeit gesprochen. Nein, eigentlich nicht. Aber egal. No. Martin, jetzt ist wurscht, jetzt ist wurscht, jetzt ist wurscht. Nein, lass ihn stehen, lass ihn stehen. Ja. Jetzt ist wurscht, jetzt ist es spät. Schöner Schuss. Alle Gold geladen. Der übelsten schlechten Ping. Fest. Fest, fest. Laufen. Ja, die stehen aggressiv. Jetzt hatte ich erst ein VK drauf. Rieke, zurück auf Pussy, schau die Bank gleich so hoch. Wieder offen. Scheiße, ich bin da und offen. Dann bleib zurück. Dumme. Bau mal in die Gasse rein oder guckst du schon rein? Ich guck die ganze Zeit in die Schlachtergasse nach dem Droid. Okay, dann ist das ja alles gut. Kann sich vielleicht eine Pommesbude mit verschanzen, ja. Der VK ist nur eine Ablenkung.
Der VK, der was aufgegangen ist, das ist ein zweiter VK. Der andere VK ist hinter der hinterm Bahnhofsgebäude verschwunden. Nee, ist der gleiche. Nee, es war der gleiche. Hier? Ja, ja. Ja, wir nur ein Spieler bis Sie ist doch rechts oben. Ja. Ach, halt's Maul. Der gleiche. Praktik bei 8 Minuten 30. Was ist denn, wenn es unentschieden wird? Los! Niederlage. Bei 8:30 Gerd mit zur Schlachtergasse. Geile Scheiße. Wenn Gerd da ist, diese drei dazu, Schlachtergasse durch. Löwe gibt Gerd dann auf diese Posi, gibt Support in die Mitte rein. Diese, die anderen zwei fahren mit Alpentiger. Rochetto okay. Bleibt dann erstmal passiv und gibt einfach nur Rückendeckung auf diese Posi. Beziehungsweise Frage. Vielleicht auch hier quer durchschießen. Frage für VK, soll ich denn an der Ecke stehen bleiben oder mit den Objekten? Nein, wenn wir dann durch die, wenn es heißt pushen, dann fahren wir durch die Schlachtergasse durch. Also sprich, wenn Gerd mit da ist, dann fahren wir alle gemeinsam. Okay, verstanden. Bei 8:45 Ausführung auf Position fahren. Nicht bei 8:30. Bei 8:45 auf Posi fahren. Nein, dein Rücklicht ist kaputt. Und wenn da. Wenn Kiel mit seinem Progetto mal Lucky Lucky macht. Gute Mitte. Einfach mal gucken in der Mitte, wo sie stehen, weil wenn sie jetzt, sage ich mal, in der Schlachtergasse auf uns hier warten oder so, wird es ja vielleicht. Nicht Kiel. Ja. Wird es vielleicht ja. Sinn machen, dass wir dann so lang fahren und gucken und irgendwie. Ja. Hätten etwas schnelleren gebraucht. Ist der nicht schnell, der Italiener? Der hat aber ein zu großes Profil dafür. Der ist leichte Beute vorne auf dem offenen Feld. Das werden wir jetzt einfach riskieren, Schlachtergasse. Wir können es auch so machen, dass wir mal auf der Höhe sind, hier nach rechts reinbiegen. Also hier in die Durchfahrt rein. Ausführung. Bin so aufgeregt. Martin, deine Position? Hier vorne ran mit. Nicht schlimm, gerade Stopp 2. Rieke, warte! Rieke, warte auf uns, das ist fast kein Problem. Genau. Geile Scheiße, jetzt geht's ab. So, Martin braucht noch ein bisschen. Lass den Martin durch. Komm, lass den Martin mal durch. Okay. Martin, my love. So. Okay. Du rappst ein bisschen zurück. Gerd und ich fahren vor, weil wir haben die stärkere Wanne. Los! Bin so aufgeregt. Heavy, seine Bahngleise. Aufpassen. Rochetto, Rückendeckung geben. Warte mal ganz kurz. Moment! Klopft jemand an. Objekt nicht alleine? Genau. Sorry. Linke Heavy. Seite geht in Deckung. Geradeaus, 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 geradeaus. Geradeaus. Nee, ich wollte bloß gucken. Körny. Könny biegt nach links ab. Okay, schau zu mir. Ihr habt nur. Gell, ja, du musst deine Feuerding. Der Löwe zieht hier durch. Ihr könnt drücken in der Heavy-Gasse. Tun wir schon. Okay, Körny Action X in der Pommesbude. Na. Gehen wir hinten ran an den TSV. Wir müssen aber. Soll ich runterfahren? Der Mod, der T-50. Nein, krieg ich nicht. Krieg nur den Körny, ne. Was denkst du jetzt noch, Rieger? Alter, ich schieß Gold. Die Badget muss tot, die Badget muss sterben, die Badget. Wo sind die Heavies? Nachrücken bitte, danke! Was suchst du hier hinten? Du solltest mich doch defensiv halten.
Ketten. Ketten. Ich kümmere mich um den. Bin leer. Die Battle lebt immer noch, verdammte Scheiße. Verfluchte Kacke. Hast du noch einen? Aus mit dem. Komm mit, wir fahren von hinten. Action X holt mich, Action X holt mich. Was machen die? Los, ihr müsst Druck machen. Den Defender rausnehmen. Ich bin noch Permaketter. Ach, wisst ihr was? Nee, das, da habe ich keine Lust. Genau, warum ist die... Nee. Ach. Da wundert ihr euch, dass ihr verliert. Ach, Gerd, jetzt hör auf. Komm. VK, der nächste. VK, gell? Gell, Christian? Wir helfen dem Kai. Fahr ein bisschen links. Lass doch mal hin, los. Querfeuer aufbauen. Scheiße, ich bin leer, Christian. Du musst es machen. Ja, ich hab nur noch 3 Schuss Gold, danach ist AP. Einen kriegt deinen Arsch. Weg! Raus mit dem VK! Und sofort weiterziehen dann, Christian. Ja, genau. Christoph, die ES3, los! So, Kanerven kriegt jetzt den Arsch. Genau. Und jetzt ran hier. Rauf auf die Mutti. Bin leer. Wenn du leer bist, zieh dich weg. Hau ab. Christ. Kai. Ihr müsst reinfahren. Bin leer. Passt. Bitteschön. Leute, wenn ich sag, ganz fix, wenn wir einen Push machen, da fahren wir in den Cap rein. Christoph, du hast auf die Minimap nicht geschaut. Die Badget stand ewig lang da hinten drin. Ihr müsst ein bisschen mit auf die Minimap gucken. Trotzdem gut gemacht. Ja. Direkt abregen. Gut gemacht. Tief Luft holen, die Runde ging an uns. Gut, dass wir durch die Halle sind, Christian. Wir konnten sie ein bisschen ins Crossfeuer nehmen dort. Ne? Ja, ja. Und der TS5 hätte uns richtig wehgetan. Oder? Ja, ich habe ihn auf Dauerkette stellen wollen, aber ich war schon wieder leer. Scheiß Italiener. Yeah, alles gut. Das war gut, dass du ihn gekettet hast. So hatte ich immer die Chance. Ja, genau.